Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video mal wieder bei Kunterbunt. Haben schon lange nichts mehr voneinander gehört, aber heute zeige ich euch mal wieder was Kleines zur Inspiration. Ich hoffe, dass ich dann danach auch wieder ab und zu mal ein Video mache. Es ist momentan einfach sehr zeitintensiv und ich habe einfach auch ganz viele andere Sachen im Kopf und deswegen ist da momentan nicht so viel Zeit für, aber es ist wieder was entstanden und das wollte ich euch einfach nur zeigen. Ich hatte da schon mal mit euch so ein Album gebastelt, also die Maße und so, das schaue ich auch mal, ob ich das Video euch verlinken kann. Und ich wollte euch jetzt einfach nochmal eine Gestaltungsidee dazu zeigen. Das Ganze ist wieder ein Babyalbum geworden. Ich finde, es ist total schön geworden. Genau, und wird auch bald verschenkt. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige es euch vorher einfach nochmal, wie man ein bisschen variiert mit dem Ganzen. Wie gesagt, ich hatte da schon mal ein Video zu gemacht, zu so einem Album, aber eben die Gestaltung war noch nicht so ganz klar. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt zeige ich euch noch das gestaltete Album, wie es fertig ausschaut. Also ich habe einfach nur ein ganz normales Band drum gemacht. Da kann man ja nehmen, was man möchte, irgendwas, was dazu passt. In dem Fall war es jetzt in Lila mit so Tupfen dran. Genau. Vorne habe ich dann den Namen des Kindes drauf gemacht und eben noch so ein paar Elemente ausgeschnitten. Das war aus diesem Designerpapier. Das ist eins, das habe ich, glaube ich, mal beim Teddy mitgenommen. Ist auf jeden Fall schon etwas länger her. Genau, und das habe ich eben hier drin dann auch verwendet. Da hatte ich noch ganz viel übrig. Jetzt ist der Block leer. Genau, und dann habe ich das Ganze immer so gestaltet, dass ich zwischendrin eben immer so eins reingepackt habe. Da steht dann immer erster Monat. Man kann dann die Schleife oder ich habe es dann auch mit Magneten gemacht. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich bin ein bisschen. Ja, genau. Man kann das dann eben öffnen und dann hat man da drin Platz. Also auf jeden Fall für ein 10x15er Foto. Und dann hatte man daneben zum Beispiel auch noch Platz zum Schreiben oder noch was hinkleben, wenn man mehr Fotos unterbringen will. Genau. Und die sind eben immer gleich aufgebaut. Mal geht es nach rechts, mal geht es nach links auf. Aber im Endeffekt ist es immer die gleiche Funktion. Und dann habe ich eben zwischendrin noch diese Klappen, wie gesagt. Und da habe ich das Ganze jetzt so gestaltet, dass ich hier zum Beispiel erste Fotos, also ich dachte zum Beispiel an aus dem Krankenhaus ein Foto oder das ein erstes Foto zu Hause oder wie auch immer. Da kann man sich ja dann austoben auf dieser Seite. Dann kann man das Ganze weiter aufklappen. Dann kommt eben der zweite, der dritte Monat. Das ist eben wieder, wie gesagt, immer das gleiche Prinzip. Dann ist hier eine Tasche. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht fertig gemacht, da kommt aber einfach nur so ein Tag rein, also es ist eigentlich relativ einfach, das guckt dann oben aus. Es sind auch nur 4 Stück, weil ich gedacht habe, da kann man dann nochmal was reinschreiben, zum Beispiel von der Schwangerschaft oder von der Geburt oder nochmal so ein paar Sachen, Anekdoten vom Baby oder so, was es Lustiges gemacht hat oder was man erlebt hat. Dann kommt der vierte Monat, der ist dann zum Beispiel auch wieder mit einem Magneten. Und dann kommt wieder eine Klappe. Da habe ich jetzt zum Beispiel dem Papa das Ganze gewidmet. Also diese Doppelseite ist praktisch für Papa und Kind. Ich gedacht habe, dann hat man nochmal ein Foto mit dem Papa eben zusammen. Und dann kommt der fünfte und der sechste Monat. Ich kann ja auch mal eins aufmachen. Also im Endeffekt ist es das gleiche Prinzip, wie gesagt, wie bei den anderen mit Magnet. Nur, dass man dann hier eben so ein Schleifenband drin hat. Das fand ich eben auch ganz süß. Also ich finde, es sieht ganz schön aus. Muss man halt dann nur immer wieder zuknoten, ne? Genau, dann kommt der siebte Monat. Der achte ist auch wieder mit Magnet. Also beide sind wieder mit Magnet. Jetzt habe ich gerade gedacht, es gibt ein bisschen, ne? Hier, ist eigentlich festgeklebt. Genau. Und dann war wieder eine Klappe und da habe ich jetzt zum Beispiel, also es war jetzt nur einfacher, aber man kann ja theoretisch die vordere auch nutzen. Mit Mama und ich, also jetzt praktisch dann die Mama, die dann mit dem Kind, da ist dann auch dieser Monat unten unter der Klappe drunter, der neunte, und dann eben da nochmal Platz. Dann haben wir den zehnten Monat, also ich mache das jetzt einfach nur ein ganz kurzes Teil mit durch. Dann habe ich hier nochmal eine Seite, die frei ist, da habe ich einfach gedacht, ich habe das jetzt auch nicht komplett festgeklebt, den Fuchs, also man kann hier unten drunter auch noch ein Foto schieben. Genau, habe ich einfach als Fotoplatz im Allgemeinen gedacht. Und dann ist hier auch nochmal eine Klappe. Das ist praktisch eine komplette Doppelseite inklusive Klappe, wo ganz viel Platz ist nochmal für Fotos. Und da dachte ich eben so an Familienfotos oder Geschwisterfotos, wenn man noch Geschwister hat, und habe das eben deswegen freigelassen. Und dann kommt am Schluss natürlich noch der zwölfte Monat.
mit einem Let's Eat Cake, mit einem Geburtstagskuchen, denn dann ist es ja vorbei. Und am Schluss habe ich noch so ein Reststück übrig gehabt. I love you to the moon and back. Und das fand ich so süß. Das musste also noch hinten drauf. Genau. Also das war meine Gestaltungsidee nochmal zu dem Album als Babyalbum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das inspiriert euch vielleicht ein bisschen. Es ist relativ einfach, aber trotzdem gefällt es mir richtig gut. Und ja, genau. Ich hoffe, dass ich die nächsten Wochen mal wieder ein Video reinschauen kann mit einem Video und dass ihr mal wieder ein bisschen was von mir mitkriegt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!